Der erste Höhepunkt im Vereinsjahr des VfB Hohenems ist jeweils der Vereinsball im Löwensaal. Seit vielen Jahren ist der VfB-Ball ein aus dem Faschingsgeschehen der Grafenstadt nicht mehr wegzudenkendes Highlight. Der Treffpunkt für Jung und Alt. So war es schlussendlich nicht verwunderlich, dass auch heuer wieder das Schildchen ausverkauft an der Eingangstüre hing. Elegant gekleidet, mit viel guter Laune im Gepäck, sorgten die zahlreichen Besucher dann auch von Beginn weg für eine tolle Ballatmosphäre. Nach der Eröffnung und Begrüßung der Hobmann Harald Achenreiner bedankte sich dieser für ein ganz besonderes Jahr. Ja, 2016 war natürlich ein super Jahr für den Verein mit dem Vorarlberg-Liga-Meistertitel. Da sind wir ja wieder eigentlich in die höchste Amateurklasse des Landes zurückgekehrt. Das war das große Ziel schon vor 6 Jahren, als ich als Hobmann angetreten bin, dass wir das wieder schaffen, zurückzukommen in die Regionalliga. Das haben wir erreicht und da möchten wir auch bleiben. Und sonst natürlich auch im Verein hat sich viel getan, nicht nur die letzten Jahre, 2016 eben auch, mit der besagten Drehbande zum Beispiel, die wir angeschafft haben, aber haben einen riesen Schritt gemacht, auch im Marketingbereich, und das war einfach wichtig. Aber nicht nur der Obmann war voll des Lobes über seinen VfB, auch Sportstadtrat Friedel Dold und Stadträtin Angelika Benzer äußerten sich positiv über die Emser Kicker und den bereits legendären VfB-Ball. Ja, selbstverständlich. Oder? Man sieht heute wieder, der VfB leistet nicht nur tolle Vereins- und Nachwuchsarbeit, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich ist das immer wieder jedes Jahr ein Highlight, der VfB-Ball. Und dafür sind wir als Stadt natürlich sehr, sehr dankbar für so viel Engagement und für so viel Einsatz. War letztes Jahr eine Sensation und heuer mit dem Rudi wie ein gesungen hat sowieso, ja. Ich bin ja nicht nur als Stadträtin gern beim VfB, sondern auch als Fußballmama. Also mein Sohn ist selber beim VfB-Verein und ja, ein absoluter Top-Verein mit sensationellen Trainern, ganz tollen Menschen, wirklich eine VfB-Familie, und ja, darum kommt man gern, nicht nur als Stadträtin, sondern auch als Fußballmama. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Sport ließen sich das Ballhighlight in der Grafenstadt nicht entgehen. Auch Bürgermeister Dieter Ecker, der selbst bei einem Programmpunkt mitwirkte, und das Hohenemser Ritterpaar Markus I. mit ihrer Lieblichkeit Manuela waren voll des Lobes. Ja, der VfB-Ball ist ein Highlight im Hohenemser Fasching, und es ist einfach wunderschön, weil hier sieht man den quasi lebenden Generationenvertrag. Es ist die Jugend da, es sind deren Mitglieder da, also wirklich bunt gemischt, und es zeigt, es ist ein sehr lebendiger, ein Verein, der lebt und eine gute Basis hat. Ja, es ist echt super, ja, und ein total lässiges Programm. Ja, auch für mich. Also es war eine ganz tolle Arbeit, oder ist eine ganz tolle Arbeit, und wie gesagt, sicher ein Highlight in der Faschingssaison. Nach dem offiziellen Teil ging dann so richtig die Post ab, hieß es Bühne frei für ein sensationelles Programm unter dem Motto Weltreise. Das von Levin Bösch und Luki Beck gekonnt und lustig moderierte Showprogramm sorgte für Spaß, gute Laune und riss die Ballbesucher von ihren Sitzen. Die Spieler und Freunde des VfB sorgten mit super Showteilen für einen spektakulären Abend. Gleich zu Beginn lud der Schlagerhorst die Gäste zum Mitsingen und Mitschunkeln ein. Stargäste wie die Backstreet Girls oder die Sende von Marzahn lockten die Männerwelt aus der Reserve. Die Begrüßung des neuen russischen VfB-Sponsors Pump Öl Off in englischer Sprache und der Louis aus dem Südtirol, der so manches über das geheime Emser Trainingslager in seiner Heimat verriet, sorgten für Lach- und Beifallstürme statt der angekündigten Schneestürme. Tschüss Emser! Sticht vor allem das außergewöhnliche, exquisite und vielleicht sogar das ausgefallene, exotische, äußere Erscheinungsbild von der russischen Delegation ins Auge. Er macht das mal auf Französisch. Your outfit is sticking in our eyes. Keiner kann mich verstehen. Keiner kann mich wirklich sehen.
Endgültig zum Kochen brachte den Saal die Schlussnummer von Reinhard Rudi Wolfgang Fendrich. Der von ihm in Mir sind vom VfB umgetextete und live gesungene Fendrich-Hit I'm from Austria quittierten die Ballbesucher mit Standing Ovations und frenetischen Zugabeforderungen. Im Anschluss an das Programm wurde zu den Klängen der Blue Nights noch bis tief in die Nacht gesungen, getanzt und geschunkelt, ehe es zum Abschluss des gelungenen VfB-Balles 2017 zum Katerfrühstück in die Habsburg ging.